Dicht zünden wir auch mal an. Ich glaube, wir sind jetzt langsam echt ganz unten im Loch angekommen. Ein Fragrant Branch of Yaw. Inventar. Das da? Ja. Oh, das kann jemanden entsteinern. Damit können wir also zu der Frau gehen bei dem Schalter. Und wenn man länger an dem Ding schnüffelt, könnte es zu Hustenreiz und Übelkeit führen. Das stand da ernsthaft. Warte mal. Da. Da. Langfristiges Einatmen des Geruches des Astes kann zu Hustenreiz und Übelkeit führen. Wenn das kein Easter Egg ist, dann weiß ich auch nicht. I can't take this. Overconfidence and then regret. I did it. Visions of despair and then tears ahead. Das da scheint eine garstige Ecke zu sein. Bonfire ahead. Okay, das ist praktisch. Ellie required ahead. Okay. Das ist alles grün. Black Gulch. Also Talana findet schon mal die Höhle schön. Und grün. Oh, ist okay. Gerugon allerdings will hier nicht wirklich weitergehen. Das Ding ist nämlich richtig garstig. Also die Nachrichten, die wir hier gelesen haben, die haben alle recht. Das ist ganz, ganz gefährlich. Ah, Talana hat keine Ahnung. Talana tapselt jetzt hier weiter. Zünde das Ding erstmal an. So, benutzt es dann auch. So, ist alles cool. Despair. Try confidence, ja. Positiv denken. Chaka, du schaffst das. Was kann denn hieran so schlimm sein? Selbst die Statuen funktionieren nicht mehr. Die sind komisch grün angemalt. Nein, die sind nicht komisch grün angemalt. Die sind noch schlimmer geworden, Talana. Guck dir das mal, wie das runtertickert. Und das sind echt viele Statuen. Wir haben noch 15 Minuten die Fackel und danach haben wir die Fackel auch nicht mehr. So, einmal heilen. Try ahead and then try fire. Achso, wegen den Pfützen da vorne, ja. Versuche Flamme und dann rollen. Das klingt gut. Erstmal mache ich die aber alle kaputt. Es sind echt viele. Und ich glaube, die spucken mich da gleich an. Ja, machen wir erstmal hier. Ah. Und vergiftet. Okay, dann sind wir halt kurz vergiftet. Dann nutzen wir das Gift aus, um jetzt alles kaputt zu hauen. Trink. Trink. Ernsthaft, trink. Mädel. Ah. Wir haben es nicht mehr geschafft zu trinken. Erster Tod in diesem Gebiet. Davon lässt sich Talana nicht unterbuttern. Sie ist schon oft gestorben. Sie ist sogar Profi drin, könnte man sagen. Oh. Ja, wir haben jetzt keine Fackel mehr. Also, wir können jetzt mit der... Okay, wir hauen mit der bloßen Pyromantie faust. Die Dinger kaputt. Warte mal, geht rollen bei denen? Nee. Wäre auch zu... Sprungangriff! Es wäre auch zu einfach gewesen, wenn man rollen könnte. So. Okay. Da ist unser Seelenhaufen. Weg. Weg. Haben wir irgendwas zum Entgiften in den Quickslots? Nee, ich glaube nicht. Das da. Dann hätte ich gerne noch Brandbomben, weil das vorgeschlagen wurde. Das da erhöht unsere Giftresistenz. Das benutze ich jetzt schon mal prophylaktisch. So. Und hoffe, dass wir jetzt 2, 3 Treffer aushalten. So, einsacken. Okay.
Die da sind doof, die schieße ich an. Theoretisch könnten wir auch ganz viele von den Billigzaubern einfach reinladen. Dann hätten wir irgendwie, keine Ahnung, 120 von den billigen Schüssen. Dann können wir damit die Statuen alle kaputt machen. Was dann total einfach wäre wahrscheinlich. Und wir brauchen trotzdem nur zwei Dings da. Also ja, mit dem ganz, ganz vielen normalen Seelenpfeilen wäre es, glaube ich, am einfachsten. Aber wo auch immer wir dann hinkommen, wenn wir das überhaupt schaffen, weil guckt euch mal an, wie viele Statuen hier verdammt nochmal sind. Also selbst mit 90 oder 100 von den kleinen Pfeilen kommen wir hier nicht durch. Und dann könnten eventuell nochmal irgendwann Gegner kommen, ne? Bisher ist da nichts. Ah, da liegen welche auf dem Boden. Warte mal, dich kriegen wir. So. Also wir wurden gewarnt vor den Dingern. Schwarze Bombe. Ja? Okay, wir haben da hinten was angezündet. Oh, sogar ein Viech angezündet. Aha. Oh, eine Hand mit Maul und Auge. Tot, tot, tot. In jeder Pfütze war ein so ein Vieh. Ist hier auch noch so ein Vieh drin? Nee, okay. Also wir merken uns, in den drei sind Viecher drin. Oh, eine Kiste. Kaputt. Kaputt. Gar nicht gecheckt, das Ding vorher. Great Magic Weapon und eine Schottel. Was ist ein Schottel? Das wird irgendeine Waffe sein, ha? Huh? Royal Greatsword, Drangleic Sword, Schottel, da. Eine geschwungene Klinge, die dazu gedacht ist, den gegnerischen Schild zu umgehen. Hm. Okay. Und der Zauberspruch? Da. Greater Magic Weapon kann man dreimal benutzen und verstärkt halt eine Waffe mit magischer Kraft. Was halt auch so ein Punkt war, den ich mal wieder verdrängt hatte. Wir wollten eigentlich auch so ein bisschen in Richtung einer Waffe gehen, damit wir einen Backup-Plan haben, falls die Zauber mal alle sind. Da sind ganz viele von euch. Oh, und da oben kann man anscheinend hin, weil da ist ein Geist. Also, ne? Anderer Spieler. Vielleicht mal versuchen durch... Oh, da ist ein Wurm. Ich wollte gerade sagen, wollen wir nicht mal versuchen, einfach durchzurollen? Einfach ganz viel rollen am Stück. Und dann kommt da so ein Vieh. Ein Vieh mit vielen Lebenspunkten. Gepusht. Okay. Jetzt können wir versuchen, durchzurollen. Oh, das klappt sogar. Poison Stone. Wechseln auf dich und wir hauen auf die Sache ein. Oh, das ist noch ein Wurm. Schieß. Ich hoffe, du kannst uns hier nicht angreifen, wenn du dich umdrehst oder so. Nee, du greifst nur nach vorne an. Ja, ist okay, ist okay. Weg. Kapusch. Kapusch. So, hier war irgendwo noch Loot. Oh, vorsichtig, vorsichtig. Da ist Loot. Scraps of Life und eine Fackel und eine große Seele. Scraps of Life hört sich nach einem Klerikerspruch an. Nee, ist noch ein Hex. Erwacht die Seele der lang vergrabenen Toten. Der Heretiker Naflan wurde exekutiert zusammen mit seinem gesamten Dorf und die bloße Erwähnung seines Namens ist ein Verbrechen. Er ist wohl der Urheber der Nekromantie gewesen. Ja, okay. Aber das ganze Dorf, was hat denn das Dorf damit zu tun?
Das haben die bestimmt nicht gewusst. Au. Oh, 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 nicht ver... Ja, Taumel. Da oben ist auch eine Nachricht und alles. Wie, kann ich da reinlaufen in das Loch? Nee. Also es gibt irgendwo, irgendwie... Habe ich schon alles gemacht. Einen Weg nach da oben. Hier ist wieder so ein Wurmloch. Kaputt, kaputt. Und das jedes Mal zu machen. Aber wenn wir jetzt wieder sterben würden, müssten wir wieder... 60 oder so von den Statuen kaputt hauen, um genau an diesen Punkt zu kommen. Das ist garstig. Einfach nur garstig. So, ich versuche mal hier zwei auf einmal zu erwischen. Das war nur einer. Das war schon mal einer. Schmeiß aber weg das Zeug. Ja, jetzt. Und die falschen Sachen waren... Oh, genau. Falschen Sachen waren gesteckt. Kaputt. Kaputt. Ah, wenigstens halten die nicht viel aus. Ist okay. Pick up. Life Gem. Jo. Na, ich wurde vergiftet, kam nur durch ins Taumel und das Ding konnte mich auffressen. Weg. Trinken. Das war das Falsche. Dich. Genau. Da hinten ist eine Nebelwand. Steht hier Schönes? Hidden Pass ahead. And then Bonfire ahead. Oh, das klingt sehr gut. Das wird hier der Hidden Pass sein. Gib mir jetzt ein Bonfire. Dankeschön. Das macht das Ganze schon mal wesentlich einfacher. Also wenn wir jetzt sterben sollten, tauchen wir hier auf und alles. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Jetzt sind die ganzen Viecher oben wieder wach. Okay. Loot. Pharaoh's Lockstone. Die kann man immer gebrauchen. Achso, ich bin... Zum Teufel bin ich. Achso, ich muss wahrscheinlich hier wieder lang. Hm? Okay. Kaputt. Ich will einfach nur weiter, Jungs. Da ist ein Augenvieh. Weg mit dir, Augenvieh. Large. Was? Large Titanite Shards? Okay. Merke. Wenn wir Large Titanite Shards brauchen, hier diese Augenhändviecher töten. Das ist sehr gut zu wissen. Hier könnten wir also farmen. So, da geht's wieder zurück zum Hidden Pass. Das will ich nicht. Das heißt, da hinten geht's weiter. Bam, bam. Alles kaputt. Oder umgehen. Au. Hau das Ding einfach von hinten kaputt, genau. Kaputt. Höre Leute stöhnen und mit Ketten rasseln. Das ist nicht so gut. Try rolling. Okay, werde ich versuchen. Lebenspunkte sind voll. Shockwave werden wir nicht brauchen. Tina, probieren wir mal. Weil hier ist bestimmt ein Boss hinter. Hallo, alter Freund. Du baust die doofen versuchst die doofen Statuen zu bauen. Weh, die können hier alle aufspucken, die Statuen, dann haben wir ein Problem. Hallo? Das hier wird Nito sein. Oder das, was von ihm über ist.
Also wir haben dich schon mal umgebracht, Junge. Du kannst uns gar nichts. Außer du hackst uns in Stücke. Genau so. Du bist ganz schön flott, dadurch, dass du auf einem Haus von Leichen bestehst. Oh. Das Feuer hier ist auch ein bisschen doof. Warum habe ich gerade Schaden bekommen? Das war nicht durchs Feuer. Darauf muss ich jetzt achten. Nicht greifen. Das war hier in der Ecke. Oh, jetzt habe ich es gemerkt. Jetzt hat es wehgetan. Das kann ich nachvollziehen, aber das... Puh. Vorhin... Oh. Ja, Mini-Bolzen! Zu nah dran am Feuer, zu nah dran am Feuer. Komm, einmal rumtänzeln. Wir haben ganz viel Zeit. Kein Stress. Warum nimmst du keinen Schaden im Feuer? Das ist... Oh oh. Trink. Schneller. Nam. Okay. Aber sehr gut machbar. Wir können jetzt diesen kleinen Zwischenstopp ausnutzen dafür, dass wir Zauber wechseln. Dieser komische Wegschubszauber bringt uns momentan nämlich gar nichts. Du, dafür hätten wir gerne. Dich? Ich meine, das Ding ist groß genug, das müsste immer treffen. Ja. Größere magische Waffe. Ich werde nicht an das Ding rangehen, das Ganze knicken. Ausrüstung ändern. Casting Time ist super. Regeneration ist super. Mehr Lebenspunkte ist super. Nee, das klingt soweit alles gut. Ja, das lassen wir genau so, wie es ist. Ja, das heißt, wir rollen jetzt hier wieder lang. Wir müssen... da hinten, oder? Nee, hier. Hey, wir müssen nicht mal einen Gegner töten, um zum Boss zu kommen. Das ist ja mal irre praktisch. Wir müssen jetzt hier einmal rollen, großen Seelenpfeil auswählen. Dolch. Ich glaube, ich probiere mal den Schrotflinten-Ding zuerst. Unten irgendwas ändern?